Tag. Und das kann ich jetzt so lange zuziehen, bis ich meine Oberfläche eben erreicht habe, weil ich sage, dass ich halt da so halbwegs gerade bin. Und jetzt schaut man natürlich dann mit der Wasserwaage. Und dann kann ich hergehen und sagen, will ich jetzt die Version haben oder die Version. Dann gehe ich her und sage, wenn ich jetzt die Version haben möchte, dass ich sage, die Fliesen sollte wieder bündig sein mit dem Lehmputz, dann putze ich da meinen Kalkputz her, so dünn wie möglich einfach. Da ist es auch super, wenn man zu zweit ist dann, vor allem bei der Deckenmontage ist es wichtig. Beim Glasseigengewebe sehe ich so, es würde reichen so. Ich brauche das jetzt nicht großartig weiter rein tun, weil der Vorteil ist, beim Feinputz spritze ich da durch. Da habe ich jetzt die Möglichkeit, dass ich das mit so einem Holzbrill zum Beispiel zureibe. Wichtig ist, dass ich beim Pfützen alle Stellen weg habe, dass ich keine Kratzen drinnen habe, sprich keine Löcher drinnen habe, weil das bringe ich nicht mehr raus. Kann ich da hergehen und den kann man dann drüber fahren. Naja, zu trocken ist es nicht. Man könnte den Schwamm jetzt ein bisschen nässer machen, sodass wir die Tonblättchen besser angleichen. Und die Variante ist wind- und luftdicht. Das kann ich im Außenbereich genauso verwenden wie im Innenbereich im Holzbau. Ob das jetzt ein Schilfdämmplatten ist oder Hanfdämmplatten ist oder Calcium-Silikatplatten, die es in die verschiedensten Dicken gibt, die picke ich dann einfach in Lehm rein. Deswegen putzt man das Material auf, schmeißt es an die Wand und zieht es praktisch mit diesen Haloten. Also das Händesputzen auch genau, oder? Mit dem Händesputzen auch, genau. Eine Variante ist es, wenn ich das nicht machen möchte, weil ich sage, nein, das traue ich mir nicht zu, ich werde mit denen nicht gerade. Dann macht man es wie früher, aber gerne wird zu nass gestampft. Ja, da ist der Zirkel weg, genau.